Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute wieder im Mehring beim Charity-Event für den Luca Biber. Der Luca Biber ist Anfang dieses Jahr schwer gestürzt und ist seitdem halsabwärts gelähmt. Dafür wird hier in Mehring ein Event veranstaltet. Und ich habe die Gelegenheit genutzt, um ein Abonnententreffen hier zu machen. Es werden sehr viele Leute hier sein. Auch Markus Klausmann ist hier. Fabio Schäfer wird hier sein. Und natürlich meine Kollegen, der Sven, Jonas. Moin. Und der Nico, ich glaube ein paar von den anderen wollten auch noch kommen, der Christian. Mal schauen, wo wir die nachher treffen. Und ja, ich bin schon sehr gespannt. Auf der Fahrt hierhin haben wir schon sehr viele Autos mit Bikes hinten drauf gesehen. Hier ist das, weiß nicht, ob das das komplette Eventgelände ist. Ich glaube, eigentlich sollte es am Roadgap sein. Schauen wir gleich mal nach. Und ja, gleich werden wir ein paar Leute treffen und dann zusammen Fahrrad fahren. Ihr werdet mit dabei sein und wünsche euch viel Spaß beim Video. Ihr seht es hier. An meinem Atem ist es saukalt, meine Finger sind noch eingefroren. Ich hoffe, die GoPro macht das überhaupt mit bei der Temperatur. So, ein bisschen Musik. Hi, Gute. Hallo. Hey, alles klar? Vielleicht auch, du kommst von dir? Ja, klar. Aufs Trikot, du willst ja das Trikot versauen? Wie geht's? Ist am Roadgap auch noch was? Nee, alles hier oben. Alles hier oben. Okay, also man sieht hier schön was zu essen. Wir müssen nachher auf jeden Fall nochmal hier rein. Und, aber erstmal gehen wir mal auf die Strecke, würde ich sagen. Ja? Erstmal ein bisschen aufwärmen. So, Mehring habt ihr ja schon gesehen von meinem letzten Videos. Weiß gar nicht, was heute abgeht. Schauen, ob ich ein paar meiner Abonnenten hier zusammen bekomme. Ich weiß nicht, wie viele hier kommen werden, weil das Wetter ist halt, ja, also ich meine, viele Leute fahren bei der Kälte nicht. Und Mehring, weiß nicht, wie viel hier aus der Nähe kommen bei Trier. Aber ist doch egal, Hauptsache hier zusammen Fahrrad fahren für den Luca Biber. Ich hab vergessen, das Läufer zu trinken. Stay strong, Luca. Bewegung für Luca, darum geht's hier heute. Sehr, sehr schön. Oh, ich bin noch voll. So, erste Abfahrt. Ah, ist noch gar nicht so lange her, wo wir hier waren. Was soll ich euch erzählen? Ist gerade feucht. Für mich nochmal ein interessanter Test mit den Reifen. Kleiner Sprung. Ein bisschen too late gebremst. Etwa rutschig. So, also hier ist überall ein bisschen was los. Wo geht's weiter? Für mich hoch. Warum? Ich hab an der Wurzel den Reifen aufgerissen. Nee. Ja, fertig. Aber. Was willst du pumpen? Ich habe eine Pumpe dabei. War das ein Reifen aufgerissen? Ja, jetzt ist aber auch wieder dicht, oder? Ey, das war nur kurzes Burping. Weil da waren eben 3 Bar drauf und ihr kannst jetzt mal fühlen. War nur kurz das Squirt. Ja. Ja. Hast du eine Pumpe dabei? Ist immer mit den Augen runter, weil du den Arsch. Wie kann ich mal so einen Bike-Urlaub machen? Das kommt ja gar nicht mehr an. Ey. Was war denn das jetzt? Das war ich. Hä? So, jetzt geht direkt los. Tutorial, wie pumpe ich einen Reifen auf? Leo. Das ist wieder eine richtige Pumpe, Leo. Das ist eine richtige Pumpe, eine Specialized-Pumpe. So, jetzt kommen wir wieder, Jonas hier pumpt. Schön festhalten. Hm. Dieses Pumpen erinnert mich an was. An was erinnert dich das? Hm. Denk dran, es gucken Minderjährige zu. Erzähl mir keinen Mist in meinen Videos. Die lernen schon genug Schimpfwörter über mich. Wir brauchen hier nicht nur sowas zu lernen. Jetzt geht er ab. Ja, also wird Zeit, dass Jonas anständige Reifen fährt. Ich bin ein leichter Mensch, ich wieg nix. Ich guck mal, wie viel ich drauf habe, ich hab hier unten alles so. Kommt ihr mit oder was? Ja. Hat ihr schon ein bisschen gelegen? Ach nee, das ist der Dreck, der gespritzt hat. Knieschoner hast du an? Ich hab runter. Du hast auch Knieschoner an? Nee. Alter. Ich hab im Rucksack. Hast du im Rucksack? Ja. Musst du anziehen. Das ist gut, musst du anziehen, Digga.
Mach das Ding an. Ja. Man muss ein bisschen Luft aus dem Reifen rauslassen, ey. Warte mal, hier sind wir noch nie lang gefahren. Letztes Mal sind wir doch hier links gefahren. Ja, da sind wir hier einfach durch. Ja, das war schwarz, oder? Da hinten ist schwarz, da hinten ist die Easy blau oder was? Und hier, das weiß ich gar nicht. Das sind wir auch hier, nee. Rot. Das sind wir aber, das ist rot. Das Stück sind wir noch gar nicht gefahren. Dann komm. Leo? Ja. Was denkst du? Double von hier? Ja. Nee, genau von hier. Warte. Welchen für einen Gang? Willst du? Ja. Komm drüber, bestimmt. Komm, der Audi da. Ja, ging. Ja, wer gegangen? Wer gange? Jo, das ist der Drop. Man weiß halt nie, ob dahinter ein Gap kommt, ne? Ja. Muss man immer gucken. Das ist wieder dieses First Try Ding. Okay, weiter. Ja. Oh, ich hoffe, mein Reifen hält. Also von hier sieht er gut aus. Aber hier sind wir echt noch nie lang gefahren. Doch, hier waren wir schon. Nee, waren wir nicht. Ach, hier ist schwarz weiter. Schwarz. Was? Da vorne mal rot, oder? Jungs, drückt mir mal bitte alle die Daumen, dass es hält. Ja, lass einfach die Finger da vorne gehen. Das ist ja gut. Nico. Wohin? Oh. Wow. In die Kurve reingerutscht. Das Ding übersprungen. Boah. Alter, da war voll der Baumstumpf. Glück gehabt. Ich bin richtig weggerutscht. Oh, Achtung, Achtung. Hier. Komm, Chef, hier gehen. Ah, oh, Mann! Also, eigentlich hat er. Ich hab noch voll einen schweren Gang drin. Das ist Holz, aber da ist Hasenrad drauf. Sehr gut. Shit, Alter! So, wen haben wir dann hier? Ja, hallo! Hi, na? Hi! Und? Bist du da? Grüß dich, Leo, schön, dass du da bist. Hi! Das ist der Yannick Schnickel, der organisiert hallo. Das hier. Genau.
Finde ich sehr gut. Und das ist der F2C ABI. Oh! Du bist halt so bärtig. Ja, du auch. Ja, aber ich habe erwachsen lassen. Aber ein bisschen Schmutz klebt schon drin. Also du bist schon gefahren. Solange keine Rotze. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Rotze seht. Du bist mit dem Yannick hier und. Und dem Matthias, der quasi noch nie. Also er war einmal in zum Wandern mit. Ja. Und nee, da hat er aber viel vielleicht im Biken. Jetzt mittlerweile hat er ein eigenes Bike und ist heute zum ersten Mal. Sehr cool. Ja, im Bikepark quasi. Sehr cool. Und ist er gut runtergekommen? Ja, wir sind in die rote Strecke gefahren und. Bist du hier schon alle Strecken gefahren? Ja, aber ich war schon lange nicht mehr hier. Ja. Also irgendwann Anfang des Jahres war ich jetzt. Ja, ich habe dein Video gesehen, aber das glaube ich nicht alles. Also weiß nicht, ob du alles reingeschnitten hast. Auf jeden Fall ist hier eine Strecke, die Traverse-Strecke. Und die wollen wir gleich fahren. Das ist eine ganz einfache, aber die ist richtig flowig. Ja, das ist geil, oder? Also Mähringen ist hier mein Homespot. Ich trainiere sehr oft, ich kenne die Strecken sehr gut und die Traverse ist die absolut beste Wahl fürs Enduro. Sehr eng, verspielt, super flowig, super schnell. Macht auf jeden Fall Laune. Mein Favorit unter den Strecken hier. Auf jeden Fall. Müsst ihr fahren. Dann sehen wir uns gleich noch. Genau, bis gleich. Geil. Viel Spaß. Ja, und wir fahren einfach nachher. Sollen wir uns mal hier oben? Wir sehen uns ja hier. Ich bleibe kurz eine Runde hier oben und gucken, ob bei den Helfern alles klar läuft. Und ansonsten können wir uns halt, kommt einfach zu mir, dann sende mal eine Runde. Alles klar, sehr gut. So, wir sollen uns noch am Feuer aufwärmen. Alter Jonas, ey. Gute, hallo. Hallo. Auch mit den Jungs, oder? Die gehören noch dazu. Ohne Ball. Ja. Ihr seid sogar im Fernsehen währenddessen. Was haben die zu sagen? Und der Fabio. Und Sie? Es ist kalt, es ist wirklich kalt. So, ich darf dem Rahmen jetzt auch eine Unterschrift verpassen. Ja. Erstmal machen wir Fabio Slack. Oh, der ist dicht. Der ist kaputt. Dann gehen wir da hin. Der ist kaputt. Wird gelb auf gelb. Achso, ich hab. Weißer Adler auf weißem. Danke dir. Das ist immer für mich eine Ehre, wenn ich irgendwo einen Rahmen versauen darf oder einen Helm. Seinen Rahmen auch versauen. Er will seinen Rahmen auch versauen. Hast du einen Stift? Oder was ist mit dem? Marcello, gib mal. Der ist fertig. Nicht auf deine Gabel, seine. Ja, danke. Seid ihr alle hier? Runter? Ja, sollen wir zusammenfahren? Ja. Können wir vielleicht mitfahren? Ja, klar. Okay, gut, dann haben wir ja eine kleine Gruppe hier. Dann können wir gleich mal zusammen runterfahren. So. Oh, da ist einer ganz am Frieren. Machen wir hier eine Abfahrt auf dem Traverse Trail. Und ich ziehe mein Buff hoch. Ich habe es nachgemacht, nur im Schallzug. Mit dem Schallzug? Ja. Oh, geil, läuft. Fahrt ihr mit? Hast du Knie schon an jetzt? Im Rucksack, Hauptsache du hast im Rucksack dabei, gell? Ja. Ich hab's dabei gehabt. Wenn sie dabei sind, passiert ja meistens. Ja, eben. Nico, fährst am Ende, falls irgendwas ist. Ich mach Schluss. Okay. Okay, los geht's. Huhu. Wow, geil! Alles gut? Wow. Hast du das aufgenommen? Ja, so ein bisschen. Oh. Wenigstens hat sich das gelohnt. Genau. Danke. Wupp. Yeah! Oh, hier ist der rutschig.
Wow. Yeah. Yeah. Wow. Ey, wurde Abflug gemacht. Du, du, du. Wow. Sitzen. Juhu. Hoi. Neuen Fluch, ja, Sturzfluch, gell? Sturzfluch, ja. Ja. Jawohl. Ja. Oh, ich hoffe, dass ich echt keine Rotze im Bad habe. Ich Rotze im Bad? Nein. Guck mich an, nicht die Kamera. Guck Nein. mich an, nicht die Kamera. Negoje. Ja. Nico, Single, 27 Jahre alt. Ich schwitze nur unter einem Arm. Und ja, das war's schon. Welche Länge bestellst du immer bei Subway? 30. Ist ja gewohnt. Ja, muss so. Chicken Teriyaki ist ganz gut. So. Scharf und knackig muss es sein, gell? Ja. Jonas vergeben, du brauchst dich gar nicht so anzugucken. Jonas vergeben, hab ich gesagt. Ja, meine Räder. Die haben die volle Aufmerksamkeit. Die Räder. Ja. Ja. Die Frauen. Das ist nicht so meins, die Räder. Weißt du, genau das Video guckt meine Freundin wieder. Ja, ich muss 10 wieder rausschneiden. Nein, nein, nein! Nein, nein. Zusammen. Ich okay. Ich mach keinen Scheiß. Okay, jetzt siehst du mich. Ja. Nee, aber das wäre geil. Verlob, Achtung, Gegenverkehr! Achtung! Das war der Johann Schumacher, den kennt ihr aus diversen Videos auf YouTube und so. Ja, genau. So, mal gucken, wer Fabio ist. Der Fabio muss hier hochschieben, weil er im Downhill-Bike ist. Hier ist. Guck mal, da ist die Schiebepartei. Die schieben alle. Ich muss jetzt erstmal einen Shoutout geben. Der macht das nämlich ganz hervorragend heute. Ja, machst du sehr gut. Oh, ist das einfach. Schieben kann der Pfeil nicht runter. Okay. Doch, mit der Pfeil mal. Ja. Machen wir einen Abo-Reit zusammen mit der Fabio Schäfer. Hm? Machen wir das. Er hat ja standardmäßig eine Boxer, ne? Ja. Alter. Wow. Ah. Bring mich ab. Fängt Fabio Leo ab. Wow. So, wo ist er dann? Da. Fabio! Ich bin Kind von dir! Fabio! Ich hätte gerade hier den Hang aus. Hallo? Hallo? Sie sind im Fernsehen. Hallo. Wo kommen Sie her? Aus welchem Busch? Aus welchem Bund? Buschhausen. Da bist du mit dem Grün, ne? Ich hoffe, ich bin mit dem Grün. Winteroutfit. Alle ready? Ja. Dann viel Spaß. So, hier mein favorite Track. Traverse Trail. Der Fabio hinter mir mit einem Downhill Bike. So, hier ist eben einer abgestürzt. Achtung! Ganz schön eng. Da pocht das Herz ein bisschen höher. Hier wird schön rutschig, Fabio. Oh, hast du das gesehen?
ja, Stürze provozieren. Fabio, sehr schön wieder mit dir zu fahren, mein Bester. Ja, war schon lange nicht mehr. Ja, dieses Jahr in der Schweiz war sehr, sehr geil. Ja, hat super Spaß gemacht. Guck mir die Videos immer noch gerne an, selbst. Schöne Erinnerung. Ja, fand ich auch. Seine Schubspeck. Abonniert mich auf Instagram, timk_2005. Okay. Dann. Okay. Lass mich in dein Fabio rein, gell? Ja. Oder auch nicht mit dir abgehen. So, vor mir der F des LBIO. Mit seinem Canyon-Sender in einer wunderhübschen Farbe. Jetzt hier rechts rein, Fabio, auch rein. Okay. Jo. Hier muss ich gleich ein bisschen schauen, da kommen ein paar kleine Doubles. Kannst rüber. Ja! Yeah. Jetzt sehe ich nichts. So, jetzt. Boah, Fabio wirft da Dreck. Übel. Oh, so, ein kleines Road Gap. Aber beide geflattet. Oh, meine Augen. Kein Problem. Ich. Erinnere mich auch immer erst kurz davor, dass das Roadgap ist. Das Roadgap ist. Wow, mein Kopf. Also rechts, gell? Ja, ja, ich weiß schon. Okay, dann auf. Alter, ich Sprung verpasst. Wow, über die Wurzeln. Ja! Yeah. Wir rattern uns zum Gap. Jawohl. Ja. Oh, cool. Willst du einen Schokoriegel? Nee, ich hab willst du ein Dings, pass auf hier. Ja, korrekt. Ja, wir sind jetzt hier wieder oben angekommen und gleich gönnen wir uns noch ein bisschen was, Salat, ein bisschen was essen. Gucken, ich hole mein Helferticket. Ja. Gute. Ich sehe nix. Sven gibt mir den Müll in die Hand. Ja, ich hab den nicht gesehen die ganze Zeit. Ich hab die Schokolade an den Händen. Schokolade! Gemeine Krutzi, du! Ich hol mir noch mal einen Riegel. Hallo? Tschüss, Mann, da hinten ist ja jetzt meine Tasche. Nein, ich fahre hinter dir, ja? Oh! Oh Mann! Boah, voll Dreck in den Mund bekommen! Oh, Jonas! Oh. Alter! Voll der Motor, hey. Alles klar. So, vor mir der Fabian Arzberger, Fahrtechnik-Trainer bei Riding Style, schon seit vielen Jahren.
und ist früher auch sehr viele Downhill-Rennen gefahren, die so ein bisschen weiß, oh shit, aber das habe ich gut gemanagt. Alter, hat uns weggezogen. Alter, Alter, war das ein Ride, geil. Das war geil. So, wie sieht das aus? Hier sind wir komplett. Ja, ich bin jetzt gerade ruhig, weil ich mich konzentrieren muss. Der Jonas, das ist ein Downhill-Rennfahrer, noch aktiv. Und der Fabian lässt natürlich auch nicht anbrennen. Für das Road Gap. Ah, wieder zu kurz. Ich vergesse immer, wo das kommt. Und das war's erstmal. Jetzt müssen wir wieder hoch. Gleich ist die Verlosung. Sehr, sehr geil. Danke, Fabian. Danke. Sehr gut vorausfahren, Jonas. Hoch, ne? Ja. Ja, dann bis gleich vielleicht. Ja, bis gleich. So, danke euch fürs Mitfahren. Danke. Fahren wir heim? Nein, aber hoch. Weil gleich ist die Verlosung oben. Und da will ich auf jeden Fall rechtzeitig dabei sein. Wir machen uns wieder hoch. Halbe. Machen wir hoch auf jeden Fall. So, ihr startet gerade die Verlosung. Unter anderem gibt es auch einen Propane-Rahmen zu gewinnen. Da habe ich schon eine Nummer hier, 257, aber man hört hier fast nichts, ich muss ein bisschen näher rangehen. Bitte was? Ja, ist okay, ich habe den Vogel. So, jetzt helfen wir, dass ich da hinten ist. Ah, der Akku ist bald leer. Ja, und nicht in die Ecke werfen. Ah ja, komm her, nimm den Empfang, lass dich knuddeln. Nein. Also erstmal, bevor wir hier anfangen, da wollte ich nochmal Danke sagen an alle, dass ihr gekommen seid. Also ich finde das super krass, dass noch im November bei so einem Wetter so viele Leute sich aufs Bike schwingen, eine geile Strecke fahren und auch danke hier an Heiko, ne, von Trailpark Mehring, dass sie mir so geholfen haben und das zur Verfügung gestellt haben. Weil ohne die Jungs wird es halt einfach nicht gehen, dann hätten wir vielleicht in irgendeinem Privatwald was machen können. Wäre super aufwendig gewesen, deswegen Trailpark Mehring, super geil. Diesen Applaus wert und ihr müsst jetzt klatschen. Ja. Aber geil. Genau. Und ansonsten echt ein ganz dickes an euch alle, dass ihr alle da seid und viel gespendet habt. Ich glaube, wir haben, ich schätze mal, dass wir über die 10.000 sind, bestimmt viele Lose verkauft. Das hilft dem Luca ungemein, weil sein Wunsch ist halt einfach daheim gepflegt zu werden. Und das, denke ich, machen wir der Familie mit der Aktion schon ein gutes Stück leichter. Deswegen also Props an euch. Danke. So, machen wir weiter. Johann, wieder. Freunde, hier, bitteschön, viel Spaß. So, jetzt geht's weiter mit Minion DHR 2, sehr gute Reise. 5! Oh ho! Hi! Ja, so langsam. Oh ja! Alter! Ich müsste jetzt hier einen Reifenabdruck irgendwo haben. Ja! Also man muss schon, ich hab's unterschätzt, ja, ich so, oh scheiße, du fährst den nicht, weil du im Anlieger gefühlt so langsam warst, habe ich gedacht. Ich hab gedacht, weil er so kurz ist, dass ich nicht so schnell. Wuhu! Jawoll!
immer noch zu kurz. Ich bin genau rein. Ja. Ich habe noch mal getreten. Ich war auch ein bisschen schneller als du dann. Ich wollte doch mal eigentlich noch mal reintreten. Aber ich habe meine Kette gerade mal so vertraut. Aber geil. Ja. Juhu! Oh! Oh! Alter, ich hab den. Ich hab diesen Transfer voll verpeilt, ey. Juhu! Jawoll! Ja. Hallo Leo! Ja, wir haben hier nochmal, so jetzt für die Zuschauer, wir haben hier nochmal Zeit gefunden, ohne Leo hinzufahren, weil er oben etwas verhindert ist. Und wir wollten jetzt auch gerade nochmal ein bisschen ein paar Sprünge fahren, weil wir heute gar nicht auf die schwarze Linie konnten. Deswegen sind wir hier nochmal ein bisschen gesprungen. Hoffentlich, der Leo schneidet es hoffentlich nicht raus, was wir eben gefilmt haben. Und ja, dann kommt jetzt gleich, glaube ich, das Outro, weil wir machen uns jetzt hoch und gucken mal, was der Leo da oben so treibt. Bis gleich. Ciao. Ja Leute, das war's von dem Charity-Event in Mering für den Luca Beaver. Wer von euch noch was spenden möchte, checkt mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich die Website bikeaid.de verlinkt. Und ja, die Verlosung war noch ziemlich cool. Es gab richtig viele Sachen zu gewinnen. Ich hatte leider nur ein Los und habe nichts gewonnen. Es gab zig Reifen, Laufradsätze, Lenker, drei Gabeln gab es zu gewinnen und sogar einen Rahmen. Und ich habe eigentlich viel aufgenommen, aber leider ist es sehr dunkel geworden. Deswegen konnte ich die Aufnahmen nicht mehr verwenden. Deswegen muss ich das Outro jetzt auch daheim machen. Danke auch an Sven, Nico und Jonas, dass ihr am Ende noch ein bisschen Action am Road Gap und an dem Double Table gemacht habt. Ich habe die Aufnahmen für euch mit reingenommen, wie ihr gesehen habt. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, sowohl vor dem PC, aber auch mit uns dort zusammen zu fahren. Seid das nächste Mal wieder dabei beim Abonnententreffen. Ich hoffe, dass es im Bikepark Berfelden klappt. Ich denke aber, dieses Jahr wird es nichts mehr. Anfang nächstes Jahr machen wir auf jeden Fall was. Also seid dann unbedingt dabei und schaltet das nächste Mal wieder ein. Haut rein. Ciao.